Meine Damen und Herren, liebe Rundenstrategie-Fans, eine weitere Partie mit Ozymandias. Rundenstrategie vom Indie-Publisher Goblins aus Frankreich und von den Entwicklern von The Secret Games und eine echte Indie-Geheimtipp-Rundenstrategie-Perle. Wir spielen wieder eine Partie, es gibt schon diverse, die ich gemacht habe, auf einer der historischen Szenarienkarten und diesmal geht es in die Sahara, nach Nordafrika. Euch allen viel Vergnügen. Wir spielen live auf Twitch, ich zeichne auch für YouTube und dort gibt es nicht nur eine Playlist zu diesem Spiel und eine zu dieser Partie, sondern auch hier drunter in der Textbeschreibung auf YouTube ein Link, der auf Games Planet führt. Bisweilen ist das Spiel da deutlich rabattiert, im Augenblick etwas rabattiert, ich glaube etwas billiger als auf Steam. Schaut es euch gerne an, ich verdiene mit auf Kosten von Games Planet und nicht auf eure. Wir legen einmal los, Einzelspieler. Und das sind die vielen, vielen Szenarienkarten. Mittlerweile schnürt der Publisher Goblins auch ein paar Packs zusammen mit diversen DLCs. Und wir spielen nicht den fruchtbaren Halbmond, nicht Asien, nicht im Indus-Tal. Wir sind nicht in der Gangesebene unterwegs und auch nicht in Indonesien. Das hatten wir zuletzt gespielt. Sondern auch nicht in China. Liebe Leute, wo denn? Nein, das ist auch cool. Das ist eine ganze Weltkarte. Spielen wir nicht, ich zeige sie euch mal. Da gibt es schon ein Let's Play von mir, wo wir mal einen Abend lang... Nee, das war eine andere Karte. Da hatten wir mal die Germanen, glaube ich, gespielt. Vielleicht war es auch eine Europakarte, ich habe es vergessen. Aber das wollte ich auch nicht. Ich wollte mit euch stattdessen... Mesoamerika auch nicht. Die anderen Gegenden auch nicht, sondern... Endlich sind wir angekommen. Sahara. Die Wüste dehnt sich aus, aber trotz ihrer Rauheit ist sie voller Leben. Welches der umliegenden Reiche wird die Handelsrouten beherrschen, die sich durch den Sand schlängeln? Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reiche zur Auswahl, je nachdem, wo die starten. Teilweise eng neben anderen, teilweise auch mit schwierigem Gelände drumherum, ist der Schwierigkeitsgrad etwas krasser. Hier oben ist halt sehr schwierig, weil die direkt nebeneinander starten und sich früh bekriegen. Das ist halt Nordafrika. Hier schlängelt sich der Nil entlang von Ägypten rauf nach Ostafrika. Teilt sich auf in zwei Teilläufe. Frühe Reiche wie Aksum, wie die Kusch und wie die alten Ägypter. Im Westafrika haben wir hier vorne in den tropischen Gefilden das frühe Reich der Nok, die Ufer des Niger besiedeln und bestellen. Sarkasmus, vielen Dank fürs 31. Abo an dich, danke dir. Auf Twitch. Dann werdet ihr hier vorne. Das Reich der Tichit. Und wir spielen stattdessen etwas sehr, habe ich mir überlegt, ich hoffe es gefällt euch, die hier vorne entlegen. Anfangs hat man Ruhe, aber es ist echt schwer, denn wir haben nur Wüste. Und in Wüste generiert man kaum Erträge. Berber. Die Bauern und Hirten der Berber sind ebenso hart wie das trockene Hochland, das sie gebändigt haben. Da gab es mehrere Berberreiche sehr früh und später, als dann die muslimische Religion ganz Nordafrika sich geschnappt hat, gab es dann wechselnde andere Reiche und malen auf und malen ab und immer wieder Leute, die da reinmarschiert sind und die Eroberer waren. Aber es gab halt auch irgendwann mal ein Berberreich, das ein paar Jahrhunderte hier in dem Bereich die dominante Kultur war. Das wollen wir hier spielen. Das Reich der Berber. Und damit es auf Twitch auch ein bisschen noch extra spannend ist, könnt ihr gerne eine Kanalwette starten. Mein Vorschlag wäre... Ja, schlag mal was vor. Wenn wir heute gewinnen, wie viele Runden brauchen wir bis zum Gewinnen? Wäre auch eine mögliche Kanalwette. Unter 30, 30 bis 35, 36 bis 40 in 5er Schritten weiter. Oder wenn wir gar nicht gewinnen. Die meisten meiner Partien versiebe und verliere ich etwa gefühlt eine Runde vor Schluss, weil ich zu lange kriegerisch spiele und in letzter Minute erst anfange, auf die Siegpunkte zu gehen. Letztes Mal hatten wir allerdings auf der Indonesien-Karte gespielt, dass, wenn ich will, auch anders kann. Da hatte ich frühzeitig friedlich gespielt, hatte nur auf Punkte gespielt und dann waren, glaube ich, die einzige, als wir gewonnen hatten, die einzigen, die überhaupt Siegpunkte hatten. 7 Siegpunkte braucht man. Da haben die KI locker abgehängt. Überlegt euch eine Kanalwette. Ich weiß es nicht. Chatmods sind dafür zuständig. Wir beginnen mit den Berbern hier. Mittlerer Schwierigkeitsgrad. Und dann kann man, also jedes Volk
oder jedes Reich, Volk klingt zu völkisch, jedes Reich, jede Kultur hat ihren eigenen hat einen eigenen Schwierigkeitsgrad, je nachdem, wo man startet. Man kann aber auch das noch kombinieren mit einem der Voreingestellten. Hier haben weder wir noch die KI Vor- oder Nachteile. Wir selber werden ab der Runde 2 jeweils eine Aufgabe angeboten bekommen, die wir annehmen können. Die wird uns, also uns zu Beginn jeder Runde werden 2 Aufgaben angeboten. Eine können wir wählen, bis zu 3 können wir horten. Wenn wir die erfüllen, bekommen wir dann einen Bonus. Die KI bekommt diese Aufgaben nicht angeboten. Deshalb haben wir es eigentlich ein bisschen einfacher als die KI. Andererseits haben wir es auch etwas schwieriger als die KI, denn damit wir gewinnen können, müssen wir 5 andere Reiche besiegen. Damit wir verlieren, reicht es aus, wenn irgendeiner unserer 5 KI-Gegner vorne liegt. Und einige von denen haben es ja relativ leicht. Das wiederum spricht dafür, dass man der KI es etwas schwieriger macht eventuell. Weil nur einer von diesen 5 durchflutschen muss, dann haben wir schon verloren. Trotzdem bin ich selbstbewusst zu sagen, wir spielen auf Tutor. Alle KIs haben zum Start weg 10% mehr Vermögen. Und generieren Runde für Runde immer einen Bonus von 10 Gold und Geld von Vermögen. Alles klar? Und wir starten mit diesen Fraktionsbonussen. Wir haben Militant. Das heißt, wenn wir kriegerisch spielen würden, würden unsere Einheiten, jede neue Einheit, etwas weniger Geld kosten. Die sogenannten Machttechnologien, die man einsetzt auf Geländefeldern, um offensiv oder defensiv Geländefelder besser zu halten oder zu erobern, sind billiger. Wir haben allerdings auch den Nachteil, dass Wissenstechnologien, also Verbesserungen der Wissenserträge von Geländefeldern, für uns kostspieliger sind, und gleiches gilt auch für Lebensmittel. Es läuft in Kanalwette im Hintergrund, sie heißt Wirte WB gewinnen, und das heißt ganz einfach ja oder nein. Ja oder nein. Macht gerne Glücksspiel auf Twitch, ja oder nein, wird WB heute gewinnen, ist die simple Frage. Damit starten wir. Hier oben sind wir und wir können uns mit der T-Taste anzeigen lassen, die Geländefelder-Typen. Wir haben den Vorteil, dass wir nicht so früh angegriffen werden, weil die werden sich die Reiche erstmal hier unten balgen. Das ist unser Vorteil, unser Nachteil ist. Die können uns zwar nicht so früh was wegnehmen, aber das, was die uns wegnehmen würden, wäre auch total langweilig. Das ist nämlich nur Sandwüste, Sandwüste und nochmal Sandwüste. Und das zweithäufigste bei uns in der Nähe ist Wasser. Und Wüste, schaut mal hier unten rein, das sind die Forschungserträge. Wüste startet mit 1 Gold, das man Runde für Runde bekommt, für jedes Wüstenfeld, das man besetzt. Das ist diese Spalte hier. Die Wüste kann maximal 1 Forschungspunkt pro Runde abwerfen und maximal 1 Nahrungspunkt pro Runde. Das ist verdammt lame. Das ist echt wenig. Und das zweitverbreiteste bei uns in der Nähe, nämlich die Küsten- oder Ozeanfelder, die generieren zu Beginn, wenn man ein Feld besitzt, gar nichts, gar keine Erträge und können maximal auch jeweils nur 1 Forschung, 1 Geld oder 1 Nahrung abwerfen. Da muss man sehr viel investieren, damit es überhaupt klappt. Was man dann aber in unserer Nähe hat, wir haben 1 Ebenenfeld zum Start, wir haben 3 von diesen Bergfeldern zum Start und 2 Wüste. Zum Start generieren wir kaum Erträge. Das einzige spannende Geländefeld ist das Ebenengeländefeld. Da startet mit 1 Forschung und 1 Nahrung. Aber wir haben, schaut mal hier oben, maximal 5 Ebenenfelder überhaupt noch. Bei Civilization würde man sagen, in den ersten 2 bis 3 Ringen rund um unser Startfeld. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind in unmittelbarer Nähe nur 2 weitere Ebenenfelder überhaupt. Wir können natürlich Technologiepunkte gleich drin investieren, um diese Ebenenfelder, damit die höhere Erträge generieren. Aber das sind nicht viele Felder, die wir haben. Da sind ja noch ein paar von diesen Bergfeldern hier. Investiert eure Bullenkarma-Punkte, eure Kanalpunkte jetzt in ein bisschen Glücksspiel. Werden wir gewinnen heute? Ja oder nein? Investiert jetzt eure Kanalpunkte. Gerne. Glücksspiel, haut alles raus. Unsere Bergfelder, die wir haben, Berg oder Hügel heißt das hier, 3 haben wir zum Start. Je 2 gibt es auf jeder Seite, die in diesem Küstengebirge. Die sind ein bisschen spannender, die beginnen bereits mit 1 Forschung und 1 Geld. Die haben auf Dauer auch deutlich höhere Erträge. Aber um die zu claimen, braucht man besonders viel Nahrung.
Felder claimt man mit Nahrung und das Claimen von Hügelfeldern ist verdammt teuer. Da muss man sehr viel investieren. So, Leute. Wir legen los. Ich hoffe, ich habe euch nicht demoralisiert zum Spielstart. Wir beginnen mit 30 Forschung, mit 30 Geld, mit ein bisschen Nahrung. Zum Spielstart ist das Wichtigste Nahrung, das Zweitwichtigste Forschung, das Drittwichtigste Geld. Macht kommt erst später ins Spiel, und zwar erst dann, wenn Reiche nebeneinander kollidieren mit ihren Grenzen. Ab dann braucht man Macht, die vierte Ressource im Spiel. Vorher ist die irrelevant. Viel Spaß hier. Jodokus, Quack, vielen Dank fürs 32. Abo. Grüße an dich. Danke dir. Wie investieren wir unsere 30 Forschungspunkte? Wir könnten investieren, um Wüste schneller zu claimen. Wir werden sicher, das sind die sogenannten Flaggentechnologien. Man kann bis zu dreimal hier Forschungspunkte ausgeben, um Wüste schneller zu billiger zu claimen. Mit jeder Stufe, die man sich holt, muss man einen Nahrungspunkt weniger investieren, um ein Wüstenfeld sich zu claimen. Ja, das lohnt sich. Dazu kommt beim Claimen noch, dass bei der Betrachtung der Kosten gezählt wird, wie weit ist ein Feld entfernt zu einer unserer Städte und wie viele Felder drumherum von den angrenzenden Feldern besitzen wir bereits. Ja, das senkt ebenfalls die Kosten. Also wir könnten in Flaggentechnologien für die Wüste investieren, aber Wüstenfelder geben uns im Augenblick keine Erträge. Ich würde gerne frühzeitig die Ebenenfelder hier holen. Einmal, zweimal, dreimal. Ja, drei können wir uns holen. Wenn wir die drei uns holen, haben wir die nächste Runde, die kann uns keiner wegnehmen. Ich würde auch gerne frühzeitig oben und im Nordosten und im Südwesten in die Berge gehen, damit wir hier die Berge abschließen und hier oben an die letzten Ebenen noch rankommen. Das würde ich auch gerne machen. Jetzt ist die Frage, wo investieren wir unsere Forschungspunkte? Wir werden sehr früh viele Ebenenfelder haben. Also die Ebenenfelder so zu aufzuleveln, dass sie höhere Erträge geben, ist klug. Die Frage ist, brauchen wir überhaupt Flaggentechnologien für Ebenen oder für Berge? Wenn wir nur vier Berge uns hier holen und wenn wir uns erstmal nur vier Ebenenfelder und dann noch zwei weitere holen, lohnt es sich überhaupt, in Ebenenfelder zu investieren? Normalerweise würde ich sagen, nein, aber wir generieren im Augenblick, schaut mal auf hier unten auf diese Anzeige hier, wir generieren im Augenblick null. Null Nahrung pro Runde. Und ich sage es ganz offen, null Nahrung pro Runde ist ein bisschen wenig. Das ist jämmerlich. Es wird kaum jemand anders im Spiel geben, der mit null Nahrung pro Runde startet. Das ist echt erbärmlich. Andererseits, um euch zu trösten, das Wort deshalb null, weil wir sind halt in Runde null hier. Im Augenblick, sobald wir das erste Ebenenfeld hier haben, und wir haben es ja jetzt schon, ab der nächsten Runde wird sich die Anzeige hier ändern, eine Nahrung haben wir. Wir könnten von den 30 Forschungspunkten, ich denke mal laut nach, wir könnten investieren, wir haben ja sehr früh sehr viele Ebenen, hier rein 30, damit wir viel Gold bekommen. Jedes unserer Ebenenfelder wirft dann Gold ab. Gold ist im Augenblick allerdings nur die drittwichtigste Ressource. Die Goldüberschüsse kann man Runde für Runde investieren, um sich im Verhältnis 2:1 in Nahrung auszuzählen. Ja, das heißt, alles Geld, das wir besitzen, was in der Schatzkammer ist, das wird ausgegeben und wird umgerechnet im Rundenwechsel zum Rundenwechsel in Nahrung im Verhältnis 2:1. Das ist ein schlechter Wert. Besser wäre es eigentlich in Forschung zu investieren. Das ist der Forschungskurs, der Umstellungskurs 1:1. Aber Nahrung braucht man halt dringender. Worin könnten wir sonst investieren? Wir könnten investieren, weil wir mit wenig Nahrung beginnen, doch in die Ebenenfelder, um die mit 5 Forschungspunkte investieren, dann müssen wir hier und hier und hier eine Nahrung weniger investieren. Wir beginnen mit 15 Nahrung. Mit der 15 Nahrung, die wir haben, können wir 4, 4, 4, 12 Nahrung, die 3 Felder uns holen. Ich mache es mal testweise. Wir exerzieren das durch. Wir können mit dem Radiergummi jederzeit auf den Rundenbeginn zurückgehen. Würden wir investieren, einmal einen Punkt hier, um eine Flaggentechnologie hier, um die Ebenen billiger zu bekommen. Eine Flaggentechnologie hier, um die Berge billiger zu bekommen. Ja? Und dann investieren wir in die Nahrung. Nee, dann bekommen wir immer noch 3x3 sind 9, 18. Dadurch bekommen wir die immer noch nicht billiger. Wir könnten noch einen Punkt investieren, hier oben die 7. Dann hätten wir nur noch 13.
Und dann könnten wir binnen einer Runde uns holen. 2, 2, 2 und einen Punkt nach rechts, damit wir hier zu den ebenen Feldern weiterkommen. Ja, dann würden wir 13 Forschung behalten. Mit den 13 Forschungen könnten wir, die könnten wir ansparen. In der nächsten Runde hätten wir 16 Forschung. Und dann könnten wir in der nächsten Runde nichts machen. Wir haben in der nächsten Runde wahrscheinlich sehr viele Ebenenfelder. Wir haben in der nächsten Runde 1, 2, 3, 4 Ebenenfelder mit dem. 5 in Summe. Ich würde gerne freischalten mit 37 Forschungspunkten, dass man viel Forschung bekommt für die Ebenen. Das wäre klug. Wüste haben wir im Augenblick extrem wenig. Wir müssen auch viel dafür ausgeben, dass man mehr davon bekommt. Ich würde das Claim der Wüste erstmal zurückschieben. Ja? Liebe Chatmods, könnt ihr mir mal im Chat posten, liebe Grüße an Martin auch, Videogame Mystery, wie das ausgegangen ist mit der Abstimmung. Ich habe ins Spiel geguckt und in den Chat und nicht in die Abstimmung. Die Frage ist das realistisch, dass wir hier auf die 37 kommen und wie lange, wie viele Runden brauchen wir dafür? Wenn wir einmal nicht in Nahrung gehen, sondern hier rein, mit 70 unserer Erträge hätten wir in der nächsten Runde genau die 37 Forschung, um die nächste Runde zu investieren. Hier, dadurch, dass alle Ebenenfelder eine Forschung mehr bekommen. Dann hätten wir in der nächsten Runde 1, 2, 3, 4 Ebenenfelder und 4 Forschung mehr, hätten wir statt 6 Forschung 10 nächste Runde. Und den Rest würden wir in die Nahrung stecken hier. Dann hätten wir 4 Nahrung nächste Runde. Da könnte man vielleicht hier oben was claimen. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Sollen wir das so machen? Ja? 50 zu 50 ist das Ergebnis. 50%, die Hälfte der Mitglieder unserer Twitch-Community und der WB-Community sind der Meinung, WB schafft die Partie und gewinnt. 50%. Danke an euch. 50%, die andere Hälfte. Ich will euch nicht angreifen, ich will euch nicht schmähen. Ich will euch nicht beschimpfen, aber ich möchte einfach nur in zwei Worten sagen, schämt euch, ist der Meinung, WB verliert. Wenn mich irgendetwas motiviert, diese Partie zu gewinnen, dann ist es euer fehlendes Vertrauen in mich. Danke, nicht danke an diejenigen, die an mich vertrauen. Das war ein Kinderspiel, das war ein leichtes. Danke an alle, die mir gesagt haben, WB, du packst es nicht. Die wissen genau, wie man mich bekommt. Die wissen auf der psychologischen Klaviatur von WB wunderbare Melodien zu spielen. Danke an euch, großes musikalisches und empathisches Genie bei euch. Ihr versteht es, mich zu motivieren. Danke an euch, das Volk der Berber dankt euch ganz herzlich. Lieben Dank an euch. Und jetzt weiter hier bitte. So machen wir es. Einverstanden? Dann haben wir nächste Runde 37 Forschung und dann haben wir noch 4 Nahrung und machen oben weiter. Alles klar? Eine Runde weiter. Zieh, WB, zieh. Danke an Regenbogen. Das ist 37 Forschung. Jetzt sehen wir, wie alle anderen ziehen. Ein Reich habe ich komplett verdeckt, ne? Ich setze mich mal ein bisschen weiter nach links hin. So, da hat er mehr Blick auf die Karte. Das ist das erste Mal, dass wir Aufgaben angeboten bekommen. Ja, wir können bis zu 3 dieser Aufgaben auf der Hand halten, 3 Aufgabenkarten. Und wenn uns eine angeboten wird und wir haben 3 auf der Hand, können wir auch eine ablegen. Im Augenblick haben wir keinen auf der Hand. Manche der Aufgaben, die meisten Aufgaben bestehen so, links ein Trigger, haben wir den Trigger erfüllt, kommt rechts die Belohnung. Das ist nicht alle Aufgaben funktionieren so, aber die meisten. 3 Flaggen in der Wüste platzieren irgendwo, das werden wir mit Sicherheit machen. Danach bekämen wir alle Flaggentechnologien geschenkt. Das würde bedeuten, wir würden Wüste, wir müssten hier keine Forschungspunkte investieren, um Wüste schneller zu bekommen. Man könnte trotzdem sagen, einmal Wüste claimen, dann braucht man weniger Nahrung und dann die beiden geschenkt bekommen, kann funktionieren. Alternative, wir bauen eine Stadt auf einer Wüste. Dann könnten wir uns, wenn wir den Trigger erfüllen, Städte auf Wüsten kosten sehr, also jede Stadtgründung kostet Nahrung. Und Städte auf und wie viel Nahrung es kostet, hängt vor allem davon ab, auf welchem Geländefeld man baut. Und Städte auf Hügeln kosten sehr viel Nahrung. Aber ich glaube, Städte auf Wüsten, wenn ich sie im Kopf habe, noch mehr Nahrung.
Und dann könnten wir uns eine Ertragstechnologie, eine beliebige, in unserem Ermessen auf Hügeln leisten. Das bedeutet, wir könnten uns von denen, die es hier gibt, eine auswählen. Natürlich immer nur die unterste in jeder Spalte. Das heißt, das Maximum, was wir uns holen könnten, wäre hier 50 Forschungspunkte und hier vorne das oberste mit Geld für Hügeln. Wir haben insgesamt nicht so viele Hügeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vielleicht hier noch welche. Die Frage ist, werden wir eine Stadt auf Hügel gründen? Wir werden wahrscheinlich eher erstmal eine hier auf Ebenen gründen. Wir werden hier wahrscheinlich eine gründen und ich könnte mir vorstellen, dass man hier oben eine gründet, um weiter Richtung Osten zu kommen. Es kann sein, dass wir hier mal eine Wüste, dass wir hier eine Stadt gründen. Vielleicht, ich sehe nicht, dass wir im Augenblick eine Hügelstadt gründen. In absehbarer Zeit sehe ich nicht. Wir nehmen einmal die Karte hier, da sind wir sicher, dass wir den Trigger erfüllen. Wasserschleichen. Und ja, auch noch Bohmen und manche andere schreibt im Chat, Wüste nehmen. Ja, Kenny ist auch klar für die Wüste. Wir spielen aus dem eine Sahara-Karte. Wir wollen ja als Berber unterwegs sein. Jetzt haben wir 37 Forschungspunkte, investieren die hier vorne rein. Wir haben hier 4 Ebenenfelder und jedes Ebenenfeld gibt dann, im Augenblick haben wir 10 Forschung und die nächste Runde dann deren 14. Wir gehen wieder raus. Und jetzt investieren wir. Wir können uns kein Wüstenfeld claimen. Jetzt holen wir uns ein weiteres Ebenenfeld. Dann haben wir nächste Runde nochmal plus 2 Forschung und eine Nahrung. Und jetzt überlegen wir uns, wie wir uns das Geld nächste Runde investieren. Mein Vorschlag, lohnt es sich jetzt schon auf Wüsten zu gehen? Oder sollten wir zum Beispiel freischalten, dass hier vorne, nächste Runde, wenn wir 1, 2, 3, 4, 5, 5 Ebenenfelder haben, 30 Forschung in Geld. Wir haben auch 4 Berge. Wir können für 37, Forschung zählt in dieser Runde mehr als Geld, finde ich. Wir können mit 37 Forschung bekommen, dass alle unsere Berge einen Forschungspunkt abwerfen. Das wäre auch spannend. Alle Nahrungstechnologien sind im Augenblick sehr teuer. Wäre natürlich cool, eine zu bekommen. Die Wüstentechnologien sind sehr teuer. Also wir können naja sehr viele Wüstenfelder holen, aber die werfen erstmal nur Forschung ab. Wir müssen sehr lange sparen, bis die überhaupt Nahrung abwerfen. Nahrung können wir im Augenblick eigentlich nur bekommen durch Ebenen und durch Wüsten. Das sind die einzigen realistischen Quellen, die wir haben. Auch nicht Küste. Küste auch nicht, weil da muss man noch mehr sparen. Das heißt, wir gehen erstmal komplett auf Berge und auf Ebenen. Dann wäre es dann nicht sinnvoll, dass wir hier oben erstmal in Forschung uns holen, nochmal die Forschung durch Berge und danach freischalten, Nahrung durch Berge und durch Ebenen. Das wäre sinnvoll, ne? Okay, das heißt, wir gehen im Augenblick nicht in die Expansion über Wüste, sondern wir versuchen 37 Forschungspunkte zu bekommen, damit die Berge uns mehr Forschung geben. Kommen wir in 37 Forschung nächste Runde rein? Noch nicht mal ansatzweise. Also ich würde im Augenblick nicht in Nahrung investieren. Das ist im Augenblick witzlos. Wenn wir 21 Forschung angesammelt haben, sollten wir, wenn wir im Augenblick 0, würden wir nächste Runde sicher auf die 37 kommen. Wir könnten auch Geld investieren in eine Schwundreduktion. Immer wenn man was angesammelt hat, dann geht von dem, was man angehäuft wird, ein Teil durch Schwund verloren. Dieser Prozentsatz ist bei jeder Ressource unterschiedlich hoch zum Start. Der ist bei Forschungspunkten relativ hoch, ein Viertel wird abgezogen, bei Geld nur 15%, bei Getreide stolze 30%. Im Augenblick sammeln wir vor allem Forschungspunkte. Aber wir haben gar keine 15 Geld, die wir investieren könnten, um das zu reduzieren, würde ich im Augenblick nicht machen. Die Inseln holen, das ist im Chat. Das ist ein guter Kommentar im Chat. Hier vorne sind 2 Inselfelder, die beiden hier. Und die geben relativ viel zum Start. Eine Forschung, ein Geld, eine Nahrung. Aber die kommt man erst relativ spät. Die dauern viel Nahrung. Bis man dahin ist, braucht man lange. Und im Augenblick werden wir uns auch keine Technologien holen, die die boosten, weil wir nur 2 Felder haben da drauf. Also da Technologien zu investieren, damit die höhere Erträge machen, lohnt sich wegen der geringen Anzahl der Geländefelder nicht.
JR, ist meine Meinung. Nee, im Norden gibt es hier vorne ein Inselfeld, aber das ist alles nur Küste. JR. Also ich würde sagen, wir investieren in Forschung. Nächste Runde bräuchte man, kriegen wir 10 Nahrung für noch ein Bergfeld? Wenn wir 10 in 10 Nahrung investieren. Ach komm, wir haben so wenig Geld. Wir bekommen sowieso nicht 10 Nahrung. Wir gehen einmal komplett in Forschung. Hätten wir nächste Runde 18, von 0 auf 18. Ein Teil würden wir verlieren. Wir müssen auf 37 kommen. Wir gehen mal komplett in Forschung. Sammeln 21 an. Und lass uns mal überraschen, was als nächste Technologie kommt. Okay?